Willkommen zu diesem Video. Hier gebe ich dir wieder ein paar Tipps und ein paar hilfreiche Informationen für Landwirtschaftssimulator 2019. Ich habe hier einen kleinen Grupper und einen kleinen Traktor. Wenn du doch mal einen Helfer einstellen möchtest, weil du gerade alleine bist, wie ich in diesem Karrieremodus, und hast vielleicht noch eine andere Aufgabe, die du gerne nebenbei noch machen möchtest, kannst du natürlich diesbezüglich hier einen Helfer einstellen. Da drückst, fährst du einfach mit deinem Traktor einfach so, wie du es halt möchtest, an dein Feld ran hier. Musst diesen natürlich auch genau positionieren, weil der Helfer macht nur das, was du ihm vorgibst. Ne? Er fährt auch nur die Strecke ab, die du ihm vorgibst. So, und dann drückst du einfach hier Kreis. Und dann guckst du mal, was der Helfer dann hier in der Zeit macht. Ne? Ob er dein Feld auch ordentlich begrubbert. Musst natürlich immer so ein Stück über das Feld mit drüber. Ganz einfach aus dem Grund, weil er sonst immer so eine Spur übrig lässt. Damit er das halt ordentlich grubbert, das Feld, musst du das natürlich machen. In meinem Fall steht jetzt auf dem Feld jetzt noch da, das ist der Grund, warum ich das mache, Kalk hinzufügen. Das Kalk musst du nicht immer hinzufügen, aber solltest du nach zweimal Anpflanzen wenigstens einmal getan haben, plus Dünger. So, wo macht man das natürlich? Ich steige jetzt natürlich erstmal schnell in einen anderen Gerätschaften um. Hier stehen nämlich solche Big Packs, nennt sich das Ganze, und dieses Zeichen hier ist Kalk. Ne? Seht ihr da, dieses Zeichen ist Kalk. So, hier haben wir noch eine Sämaschine, da ist ein Schwader, und hier so ein Gerät benötigen wir. Das ist einfach ein Anhänger, mit dem können wir Dünger machen. Dünger und halt Dings. Kann ich euch auch noch mal schnell zeigen. Hier geht jetzt Touchpad, geht hier auf Hänger. Anhänger, so, dann geht er hier auf hier unten ist Düngergerät, und da könnt ihr dann dieses Gerät auswählen. Ihr müsst natürlich auch wieder darauf achten: Füllmenge, kmh, kW. In meinem Fall habe ich jetzt diesen ausgewählt, und diesen kann man jetzt noch mal dazu updaten, ne? So ist das ganze Ding Standard, und so kann man halt noch mal oben drauf ein kleines Gefäß mit dazu machen, hat man ein bisschen mehr Füllungsgrad, und so kann man halt noch mal ordentlich draufladen. In meinem Fall habe ich jetzt hier hinten noch, kann man hier noch Schonungsräder drauf machen, ne, wenn man halt doch mal übers Feld fahren muss und muss das nochmal düngen, weil ansonsten macht ihr euch ja Feld kaputt. So, dann habt ihr hier noch Streusystem. Ich habe hier diese Einheit hinten dran, 6 Meter, ist halt dann speziell für größere Felder besser geeignet. Ich würde euch trotzdem empfehlen, dann halt vielleicht doch mal Reifen zu nehmen, diese Pflegereifen, weil ihr könnt, wenn das Ding leer ist, dann auch ganz normal wieder Dünger dann einfüllen. Ne? Ich habe den ja jetzt hier in dem Fall schon hier stehen. Ja, so, und dann habe ich jetzt hier, ich habe natürlich hier keinen Traktor mehr. So, hier ist mein Ladewagen. Übrigens, über die Pfeiltasten rechts und links könnt ihr dann natürlich demzufolge auch noch hier hin und her swipen. Wie ihr hört, habe ich jetzt hier noch keinen Motorsound. Ich muss R1 drücken und Viereck, um den Motor zu starten. So. Ich hole mal schnell den Dings ab. Den Anhänger muss ich natürlich auch gleich befüllen. Wie man das natürlich macht, zeige ich auch gleich. Falls ihr doch mal eine Folge verpasst haben solltet oder ihr wollt irgendwas Spezielles wissen, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann nehme ich dieses gerne nochmal für euch auf. Oder ihr schaut euch in die Playlist um. LS19 Tipps und Dingsbums habe ich das genannt. Und falls ihr doch mal in einem Livestream dabei sein wollt, gibt es auch extra nochmal eine Livestream-Playlist dafür, LS19. Und alles weitere steht dann halt im Livestream drin. Oder ihr fragt es einfach wie hier Kommentare. So. Dann gehen wir einfach mal hier hin. Hängt das Ding mal schnell an. Ne, rückwärts. Dann steht hier X. So, zack. Dann fahrt ihr einfach an diese Kalkteile ran. Ihr könnt seitlich stehen, ihr könnt wie auch immer. Ich dachte euch, dass ihr das auffüllen müsst. Ne? Ich mache es immer so. Ich stelle mich immer so hin. Hoppala. Vorführeffekt wieder. Und fahre dann einfach hier so rückwärts ran. So. Und dann geht automatisch oben die Klappe auf und ihr habt L3, um das Ding Gerät aufzufüllen. Das kann natürlich aufgrund der Menge natürlich ein bisschen dauern, bis ihr das da habt. Wenn ihr das Ding komplett voll haben solltet, wäre es zum Vorteil, wenn ihr euch noch ein kleines anderes Gerät kauft und Dünger, in dem Fall, wo ihr halt nochmal düngern könnt. Weil das ist jetzt hauptsächlich nur für Kalk. Und ja, ne?
Die Dinger fassen natürlich immer nur 2000 Liter, also müsst ihr euch demzufolge natürlich mehr von den Teilen kaufen. Es kann einen kurzen Moment dauern, bis das hier voll ist. So, Rückwärtsgang. Weiter ran hier und da kann man das nächste schon machen. Wir könnten natürlich auch rauszoomen hier mit Pfeiltasten nach hinten. Also raus, Pfeiltasten nach unten, Pfeiltasten da rein, könnt ihr rauszoomen. Wenn, dann machen wir es natürlich auch gleich schon richtig voll. Wollt ihr nicht sparen, ne? Weil das ist alles nämlich Sprit, den ihr verbraucht. Also fahrt am besten immer, wenn ihr irgendwelchen Ertrag habt, immer nur auch mit Hänger los, die auch wirklich bis oben hin gerannt voll sind. Ansonsten verbraucht ihr mehr Sprit. Und ja, alles müsst ihr hier entscheiden. Gut, wir haben das Teil jetzt komplett vollgeknallt. Ja. Ja, fahren wir mal schnell zum Feld. Und ihr seht ja anhand der Karteninformationsinfo da oben, abkoppeln, Helfer einstellen und so weiter. Hoppala. Wenn wir natürlich nicht wieder vom Baum, wieder vor so einem blöden Pfeiler hier fahren würden, wären wir natürlich auch schon schneller da. Betanken zeige ich euch auch in einem separaten Video, wie man ein Fahrzeug betanken kann. Ihr könnt einstellen und zwischen Betankung auf normal, also Spritverbrauch normal oder leicht, ne? Also bei leichter funktioniert fast gar nichts. Im Online-Modus zum Beispiel habe ich manchmal die Traktoren wirklich, da habe ich schon auf einen Traktor über, boah, keine Ahnung, war gerade also schon über, glaube die 5, ja, warte mal, muss kurz überlegen. Glaube, der eine Traktor hat was bei die, Scheiße. Ich glaube, was bei die schon 10 Stunden runter oder so und ich musste den bis jetzt gerade einmal tanken. Wenn natürlich der Sprit leer ist, würde ich auch ganz gerne mal herausfinden, was dann passiert. Dann bleibt dann natürlich der Traktor stehen, ist natürlich ganz logisch, ne? Aber ob man den dann auch separat nochmal irgendwie betanken kann. Wenn ihr so ein Fimmel seid und wollt die da Traktoren natürlich auch immer schön sauber haben, dann gibt es da diesbezüglich auch nochmal eine Variante dazu. Kann ich euch gerne auch in separaten Video nochmal zeigen. War mir natürlich klar. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass so ein Traktor natürlich auch immer eine gewisse Last zu ziehen hat. Und gerade wenn das Ding voll ist, ist natürlich dann der ganze Traktor auch etwas langsamer. Ja, der braucht natürlich dann ein bisschen mehr, um seine Beschleunigung aufzubauen. Oder dann den Schwung zu holen oder die Kraft. Ja. In meinem Fall hier habe ich jetzt den kleinsten Traktor. Den werde ich dann auch wieder verkaufen. Wie man das alles macht, zeige ich euch auch. Können wir ja gleich mal mit diesem Traktor dann auch gleich mal machen, weil ich möchte nämlich einen größeren. So, währenddessen wir hier das hier gemacht haben, aufgeführt haben, hat er hier gute Bahn gezogen. Wir stellen uns jetzt hier hin. Stellen uns jetzt hier einfach hin. So, bleiben hier stehen, drücken L1. Wir müssen das Gerät natürlich anklappen, aufklappen, sonst war das Ganze nichts. Ja. Wir können das Ganze natürlich auch entladen, dann wird das wieder zu diesen Kisten. So, und dann gehen wir einfach hier auf Anschalten. So, wie ihr schon sehen könnt, kommt da ordentlich was raus. So, natürlich gucken hier. Ist natürlich auch mal alles schön, ne, gekalkt wird. In dem Fall würde ich euch empfehlen, wartet bis ihr das komplette Feld wirklich gekalkt habt, also in dem Fall halt auch gegrubbert habt. Ansonsten geht, glaube ich, der ganze Kalk wieder zugrunde. Ja. Oder? So, damals beste Beispiel und schon ist der Kalk an der Stelle nämlich wieder weg. So da. Da stoppe ich jetzt hier schnell die Aufnahme und sehen uns dann gleich wieder, wenn der fertig ist.